Willkommen zurück bei Banished. So, in dieser Episode habe ich eben gerade schon einmal pausiert. Wir haben gerade den Händler hier, da habe ich schon gesehen, wo ich kurz laufen ließ, dass wir jetzt hier zum Beispiel die Rübensamen kaufen können. Das werden wir tun und ich habe, das werde ich euch gleich zeigen, was ich bei dem unteren Handelsposten gemacht habe. Hier inzwischen, weil ihr seht, zu 100%, 2600 und jetzt wird gar nicht mehr nachgeguckt, was wir da drin haben. Bam. Wir bezahlen jetzt 15.000 für die Rübensamen und von mir aus auch, weiß nicht, ob wir die, also Kastanien haben wir, Brokkoli haben wir auch, Feigen weiß ich nicht, egal, her damit. So, das gleiche habe ich auch hier unten gemacht, weil wir echt langsam ein Problem haben mit dem Überfluss an Gütern. Ich habe das hier nochmal nach Anzahl geordnet und ihr seht, wir haben 17.000 Bienenwachs, das ist einfach zu viel. Und hier, bei diesem kleinen Händler, habe ich das schon so gemacht, da sind wir jetzt auf 46%, weil ich dem Typen bestimmt über 100.000 Mengen an Sachen gegeben habe und habe mir dafür ab und zu mal ein bisschen von ihm, hier sieht man es, nein, da sind wir uns zwar schon richtig, ich habe mir ein bisschen, haben wir Wurzeln von ihm gekauft, der wird sich seines Lebens freuen, der hat jetzt richtig ausgesorgt, der Typ. Aber bevor wir jetzt hier oben den Kollegen wegschicken, werden wir nochmal sagen, ich will nämlich immer noch die Flachssamen. Die haben wir eigentlich in der letzten Episode schon bestellt. Aber sie sind immer noch nicht angekommen. Eigentlich hätte er die jetzt dabei haben müssen. So, jetzt schauen wir erstmal. Und da schauen wir überhaupt, was uns noch fehlt. Das ist doch mal eine Maßnahme. Ja gut, das sieht man natürlich leider nicht, was uns hier fehlt. Das sind nur Fragezeichen. Und mit allem Nachgucken habe ich jetzt auch nicht so die Lust. Aber ich weiß, dass wir Flachs haben wollen. Und was ist denn noch interessant? Kürbis weiß ich nicht. Kann er mal mitbringen? Bin nicht sicher, ob wir Erdbeeren haben. Tabak haben wir auf jeden Fall nicht. Das ist auch noch gut. Dann haben wir noch so ein Luxusgut. Und ansonsten Rüben haben wir jetzt. Und dann Wassermelonen. So, jetzt kann er das von mir aus bei jedem Besuch. Und ich denke, das war's. Mehr müssen wir nicht klicken, oder? Und das bringst du bitte mit. Dankeschön. Beim nächsten Mal. So, wir haben ja auch in der letzten Episode hier unten jetzt noch einen Handelsposten gebaut, der noch komplett leer ist. Den werden wir jetzt erstmal eben auffüllen, bevor wir dann weitermachen mit der nächsten Sache, die ich heute geplant habe. Das werdet ihr gleich sehen. Erstmal die langweiligen Geschichten. Wir werden das Ding hier erstmal vollrotzen hier mit unserem ganzen Scheiß. Mit dem ganzen Bienenwachs zum Beispiel. Da packen wir jetzt einfach mal... Ah, was packen wir rein? 15.000 und dann... Ach, können wir gar nicht so viel, ne? Na, dann packen wir 9.000 da rein. Schade, man kann nicht fünfstellig. Na gut, dann müssen wir 9.999 da reinpacken. Und eigentlich müssten wir jetzt schon mal abwarten, was denn überhaupt noch am Platz verfügbar ist. Ich glaube, das Ding ist schon direkt voll dann. Aber der erste Händler, der dann da ist, der kriegt dann erstmal direkt die ganzen Bienenwachs in den Hals gesteckt. Ich kann ja hier schon mal den Brokkoli anwählen. Das ist ja egal. Ich mach mal nach, nee, ist ja nach Namen. Dann müsste es doch hier oben stehen. Brokkoli, da ist er doch. Brokkoli haben wir 13.000. Machen wir auch 9.99. So, ich glaube, das reicht erstmal. Dann werden wir das mal uns da in die Ecke schieben. So, und ich habe recherchiert, was unser Maulbär... oder unsere Seidenraupen, jetzt habe ich schon verraten. Maulbeer, Samen, nein, warte, ich hab's gleich. Warte. Also, wir wollten Seide herstellen mit den Seidenkokons. Haben uns beim Händler in der letzten Episode 20 Seidenkokons gekauft, womit ich eigentlich diese beiden bauen wollte. Wahrscheinlich haben auf dem Weg dahin unsere lieben Siedler hier einfach die Dinger so weggefressen. Die gelten nämlich auch als Nahrung. Und jetzt werden die denn nicht mehr gebaut. Aber wir... wenn man das hier unten liest, da ist die Seidenfarm, dann kann man dort lesen, als Nahrung, ja genau, Seidenraupen bilden weiße Maulbeerblätter. Diese gibt es beim Handelsposten oder einer Obstwiese. Das heißt, wir werden hier vorne jetzt, da waren ja schon ein paar von unseren Baumschulen, da werden wir weiße Maulbeerblätter anbauen und die haben wir hier nämlich nicht. Eigentlich können wir den beiden hier auch mal wieder eine Aufgabe geben. Ich guck mal ganz kurz, was wir noch nicht haben hier. Wir haben Pikanuss, Quitten, Feigen. Feigen haben wir gerade gekauft. Quitten. Quitten sind, glaube ich, sind Quitten Kirschen? Oder waren das Maulbeeren? Ich weiß gerade nicht.
Was waren denn Quitten? Naja, wir machen hier Feigen. So. Oh, und sieht aus wie so eine kleines Kothölflichen hier. Und da soll bitte nur einer arbeiten. Und insgesamt... Oh, nee, das war falsch. Zwei mehr, einer weniger. So, gucken wir nochmal. Oh, nee, hier gucke ich jetzt nicht, wa? Hab schon eine halbe Stunde letztes Mal nach dem... Oh, jetzt habe ich das doch zugemacht. Nach dem Müller gesucht. So, hier habe ich den Leuten aufgetragen, die ganze... Holz hier wegzuholen, damit ich hier gleich mal einen Durchblick habe. Und was ich in dieser Episode noch geplant habe, ich möchte sowas wie so ein kleines Weingut bauen. Ich bin noch nicht sicher, wo. Cool wäre es mit so einem Berg im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob wir das hier so am Arsch der Welt machen. Oh, hier liegt so viel Eisen rum, ey. Du Schande. Also ich glaube ja, dass ich jetzt... Oh, da kommt der Händler wieder. Oder ein Händler. Dass wir uns nach da oben so ein bisschen begeben. Hier ist jetzt auch inzwischen unsere nächste Siedlung fertig. Die haben wir vorletzte Episode gebaut. Gerade nicht sicher. Da ist auch schon wieder... Oh, kommt das Holz an hier. Meine Fresse. Da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wir haben ja auch hier die Sägemühle gebaut. Ich muss mal kurz gucken... Wir haben drei von den Sägemühlen. Gerade nicht sicher. Ah, das finde ich wieder so schnell nicht. Ich bin blind, was dieses Feld hier angeht, glaube ich. Schmuggler. Schmuggler? Der Schmuggler handelt mit den Genussmitteln. Hier müssen wir auch da mal gucken. Ich lasse mich so doll ablenken heute. So, was hast du? Oh, hier ist schon voll, wahrscheinlich. Oh, doch gar nicht, guck mal. Naja, trotzdem kriegst du jetzt direkt ein bisschen Bienenwachs in Hals geschoben, obwohl der leider auch nichts Tolles hat. Honig könnte ich von ihm kaufen. Ich guck mal, was wir am wenigsten haben. Ohne dieses Feld hier würde gar nichts gehen. Hier kann man übrigens auch in der Übersicht sehen, was wir inzwischen so an Siedlern haben. Wir sind bei über 1000 auf jeden Fall. Wir haben 750 Siedler und haben davon 507 Erwachsene. Oder nee, haben wir... Und das ist die Gesamtzahl? Ja, doch, das müsste die Gesamtzahl sein. Genau, 750. Also nicht mehr 1000. Also davon sind es 507 Erwachsene, Schüler und Kinder. Alle bekleidet, nicht alle ganz gebildet. Aber da müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir noch ein paar Schulen brauchen. Sonst müsste es 100% sein eigentlich. Sind im Jahr 93. Wow, haben wir bald Jubiläum, ey. Das ist ja cool. So, ich lasse mich echt ablenken heute. So, was willst du denn hier? Ach, ich wollte doch gucken. Oh, alles zu Ende heute. So, wartet mal. Ja, die Aufnahme heute findet echt spät statt. Fast 23 Uhr am Samstagabend. Da seht ihr mal. Der hat nichts zu tun, der Junge. Gemüsekonserven, nein. Ich wollte nach dem Honig gucken. Wie viel Honig haben wir denn? Honig, denke ich, werde ich kaufen dafür. Ansonsten, ja, wir haben nur 7 Honig. Hier, komm her. 2000 Honig möchte ich haben. Pastinaken, keine Ahnung, was das sein soll. Kohl brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und das war es eigentlich auch schon. So, und dafür kriegst du jetzt knackige 9999 Bienenwachs. Bam. Dankeschön. Und jetzt werden wir das Ding hier wieder einstellen. Das hier auf Anzahl. Wir werden jetzt nochmal nach Bienenwachs gucken hier. Oh, das ist inzwischen echt abgerutscht. Ja, klar. Fehlen da fast 10.000. 7.800 sind noch da. Dann werden wir das Lager gleich wieder auf... Ne, wir machen es komplett einmal leer. Auf 7.000 hier. Dann haben wir noch 800. Brokkoli. Naja, da müssen wir noch Brokkoli rein. Gut. So, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich wollte eigentlich einmal jetzt hier warten und... Warum bauen sie denn die gar nicht ab hier? Ist doch über so ein Häkchen dran. Muss ich vielleicht so eine Obstwiesen-Dingens machen? 2x3. Steht sogar da. Cool. Ich wollte... Ja, ich weiß nicht, ob hier eine große wäre, glaube ich, Blödsinn, weil... Dann haben wir bestimmt wieder Probleme mit, wenn Ungeziefer kommt.
Ich bin nicht sicher, wie der Baumwuchs gerade ist. Das müssen wir, glaube ich, mal mit einem testen. Auf jeden Fall möchte ich sie diesmal nicht ganz direkt an der Straße haben, sondern so eins weg davon. Wir werden das Ding mal so setzen und gucken, wie die Bäume dann pflanzen. Das ist nämlich irgendwie immer nach einem bestimmten Prinzip, ob man das so quer oder längs baut, das Ding hier. So, Weingut, ja. Ich denke, Weingut. Tja, weiß nicht, hier oben? Eigentlich bietet sich das hier an, hier oben, ne? Hier haben wir ja auch schon so ein paar. Hier so ein bisschen an dieses Bergdingens da. Da möchte ich nämlich mal diese Dichten hier ausprobieren. Und da soll dann überall nur Weintrauben ran. Und dann machen wir hier ein richtiges Paradies. Hier, Trauben kommen dann dahin. Ein Paradies aus. Wein für die Weinkellerei. Kälterei. Die heißt, glaube ich, so. Alkoholschmiede. Raffinerie. Sirup. Molkerei. Nein, wie hieß denn das Ding? Das hat doch. Ah, ne, warte mal, hier unter Alkohol war das. Da ist Destille, oder? War das die Destille? Während Korn und andere organische Materialien in Glasflaschen eingefüllt. Fertige Produkte müssen in Schränken und Gärten für den Konsum gelagert werden. Nein. Dann war das die Weinkellerei. Da ist er doch. Wein aus Trauben und anderen Früchten her. Ja. Das ist der Plan. Und dann schauen wir mal, wie weit wir... Oder wir machen erstmal wieder Kahlschlag, glaube ich, hier. Genau wie da unten. Wenn wir den sagen. Reißt hier oberhalb... Ja, können wir mal echt mal großzügig hier. Das ganze Gebiet mal langsam aufräumen. Da werden sie eh eine Weile zu tun haben. Also können wir das einfach mal chillig laufen lassen im Hintergrund. Bis das alles weg ist, das wird dauern. So, was ich eigentlich dann auch nach der, neben der Wartegeschichte noch machen wollte, ist so eine, die Insel hier wieder ein bisschen aufbohren, aber diesmal als kleine Wohnungsinsel und vielleicht wieder eine Fischerhütte oder sowas. Da werden wir jetzt erstmal schauen, da, weil ich ja diese wunderschönen kleinen Häuser entdeckt habe mit diesen Stützen, die ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr wiederfinde. Wartet mal, die waren, glaube ich, unter dem Deko hier. Da, Haus am Kai, genau. Diese meine ich hier. Ach nee, warte mal, das sind Häuser. Das sind noch welche, noch andere. Guck mal. Haus am Kai. Ein warmes Haus an der Küste. Ach doch, das sind sie da. Sind doch die Stützen. Weil, ach so, ja, guck mal, weil da sieht man diese, ich hätte gesagt, Betonfundament da vorne. Was ist das denn jetzt hier? Die schönen Aprikosen. Abholzen. Nicht lang fackeln. Und zur Not machen wir es wie immer. Wir reißen das Ding kurz ab und stellen sie dahin. Egal. Ich möchte jetzt hier... Ah, wir kommen echt zu gar nichts hier. Das ist hier... Mein Gott. Schweine und Milchkühe, die habe ich doch beide schon. Aber trotzdem geben wir ihm noch irgendwas mit. Am besten das Leder. Hier hast du ruhig 1000 und dann hast du 1000 Stahl hier. So. Achso, muss ich ja was kaufen für, ne? Ist ja egal, kann ich irgendwas kaufen hier. Zack. Danke. Mach's gut. Und, ach, da ist der jetzt auch gefallen hier. Wie immer gesagt, deswegen mache ich da immer Lücken zwischen. Jetzt lasst mich doch mal hier meine Kai-Dinger bauen. Mal gucken, dass wir hier so ein paar Gebäude draufkriegen, dass die sich ungefähr an der Mitte orientieren. Da soll nämlich die Straße hin. So. So. Ah, können wir nur zwei hinbauen. Gucken wir nochmal, ob wir da noch einen Fischer ran klatschen, damit es ein bisschen chilliger aussieht. Und, ja, das ist wieder so ein rotes Fältchen im Wege. Ach komm, das ist jedes Mal der gleiche Blödsinn mit diesen Dingern hier. Da vielleicht? Nee, da wäre aber nichts. Oh! Ach, ihr könnt da auch ohne Brücke rüber?
Ach, guck an. Na, das ist ja mal... Okay. Ich dachte, die machen da jetzt erst gar nichts und warten, bis die Brücke fertig ist. Na gut, so, dann machen wir das gleiche hier auf der Seite. Das ist nämlich eigentlich genau die richtige Stelle für so ein cooles Kai-Gemäuer. Machen wir... hier vorne können wir nicht hin, da müssen wir so nah dran. Da schauen wir mal... Passt das jetzt noch direkt dazwischen? Nee. Doch, cool. Da passen drei Häuser zwischen. Dann machen wir ruhig hier noch eins hin. Dann machen wir hier einen Fischer her, auf die Seite hier. Ich denke, da sollte da hinpassen. Ja. Passen sogar zwei hin, wa? Nee. So. Ja, gut, dann bauen sie da einfach da halt das hin. Ja, von mir aus. Trotzdem kriegt ihr eine Brücke, auch wenn ihr anscheinend die Brücke nicht braucht hier. Wo ist denn jetzt ungefähr hier die Straße da? So. Kriegt die hier eine schöne Steinbrücke rüber. Ah, muss ich da die Straße wieder abreißen, sonst kann ich da nichts bauen. Straße. Brücke. Da. Na komm. Ach, muss ich die jetzt da wegreißen oder was? Na gut, dann muss ich wahrscheinlich die Straße da noch wegreißen. Muss ich vielleicht dieses eine Haus hier wegmachen. Irgendwie steht das ein bisschen abseits auch. Das müsste weiter rein. Der tut mir, glaube ich, leid, Leute. Das muss hier weg. Das stört mich. Das hängt irgendwie alles schief. Wer hat denn das gebaut hier? Hm. Oh, was machst du jetzt da? Kommst du nicht mehr weg da? Hm. Dann warten wir da, bis das geschehen ist und schauen derweil mal hier oben, wie viel hier abgebaut ist. Ja, die sind gerade dabei. Hier fehlt schon ein bisschen was. Das wird aber noch dauern. Und hier ist immer noch Giftzeug. Warum denn? Na gut, dann machen wir es wieder. Altbewährte Methode. Ah, nee, sind noch nicht alle Bäume weg. Ah ja, jetzt ist es weg. Ja. Die ganzen Kühe hier, ey. Mein Gott. Ich habe übrigens festgestellt, beim Rumgucken, wo ich noch ein bisschen hier ausprobiert habe, dass wir diese ganzen normalen Lager ja noch upgraden können. Was mir komplett entgangen ist. Und sehen jetzt, wo ich denn hier darauf rumklicke, dass die Dinger auch schon wieder komplett alle überfüllt sind hier. Wahrscheinlich wegen der ganzen Wolle hier. Eieiei, wir haben so viel Scheiß hier, ey. Wie sieht's denn hier mit dem Lager aus? 50%. Kannst du dir einfach mal ein bisschen Wolle krallen und das vielleicht wegbringen? Nee, warte mal, mach mal nach dem Namen. Wolle, Wolle, 7600, ja. Das ist eine Menge. Und dann gucken wir nochmal, dass wir da ein bisschen was einlagern können. Teig, Walfett, Wolle, da. Da packen wir mal 5000 rein und hoffen, dass das Lagerplatz technisch hier reicht. Sonst müssen wir dem nächsten Händler wieder eine Freude machen. Ach, hier ist immer noch, oder? Wartet der ja die ganze Zeit auf uns schon? Hm. Naja, 64% ausgelastet. Wir geben ihm... was geben wir ihm? Wir geben ihm mal einfach grob von allem die Hälfte. So ganz grob. Da machen wir 500, hier 1000, hier 1500, 2500, 2000, 500, Glas machen wir nicht. Und hier 1200, 2000. So, wenn das mal kein Geschenk ist, ey. Und davon kaufen wir jetzt ein schön kühles Bier. Bam. Und so müssen wir das leider jetzt nacheinander immer machen. Wir stecken den Leuten so viel Zeug in den Hals, dass sie es einfach ersticken daran. So, was ist denn jetzt wieder los hier? Na, das ist doch egal. Hier ist doch eh gleich alles abgeerntet. Sind sogar gerade am Ernten.
Die schönen Sonnenblumen. Mal gut, dass der Hanf noch nicht befallen ist. Eigentlich ist es echt nicht schlimm, wenn das auf diesen Dingern passiert, oder? Weil die ernten ja die ganze Scheiße eh ab hier. Hier, das auch weg. Da macht er schon. Und die restlichen Sachen, ja, die werden jetzt eigentlich geerntet. Nur klingelt es jetzt andauernd durch hier, was ein bisschen nervig ist. So. Was machst du? Achso, du hast... Ach, jetzt kommt ihr doch auf einmal nicht mehr rüber, oder was? Eben habt ihr es doch noch geschafft. Na, dann will ich euch die Brücke geben. Wartet kurz. Verdammt, ich kann sie noch nicht bauen hier. Warum nicht? Muss ich von der Seite anfangen zu bauen? Nein. Da muss ich echt warten, bis hier das Haus fertig ist. Abgerissen ist. Ha. Na gut, gucken wir erstmal, was der Händler will, der nächste. Wo ist er? Da oben. Immer noch nicht unser Händler, oder? Bei dem wir was bestellt haben? Nee. Aber jetzt brauche ich von dir erstmal nichts mehr. Oh doch, wird gerade wieder voll, ne? Hier, Maulbeer kriegst du. Kriegst alle Maulbeersamen hier. Davon möchte ich bitte ein Käsebrot haben. Dankeschön. So, da ist das Haus weggeploppt. Ich hab's gerade gesehen. Und wenn wir jetzt hier die Brücke nicht bauen können, dann weiß ich aber auch nicht. Warum geht das nicht? Hier geht's. Habe ich hier irgendwas schon gebaut? Nein. Ach, wegen dem... Nein, nicht wegen dem Haus hier, oder? Hä? Das muss wegen dem Haus sein. Ha. Aber ich möchte doch, dass das Haus da steht. Dann muss ich das vielleicht doch mal wegmachen hier. Ist das weg? Ja. Und jetzt geht's wahrscheinlich. Nee. Komisch. Kann ich hier nicht bauen. Da geht's. Spiel, warum? Aber ich möchte auch bitte, dass das... Ha. Hier vielleicht? Nee. Weißt du was? Wir machen das jetzt hier doppelt hier. So. So möchte ich das jetzt haben. Für die Straße einfach hier lang. Hätte man das Haus auch stehen lassen können. Und dann machen wir das Haus da wieder hin. Ja, ihr kriegt jetzt eure Brücke, Leute. Hauptsache, ihr sterbt hier nicht, ihr drei. Und jetzt haben wir hier wieder unterschiedliche. Zwei weiße und zwei Steine. Steinhäuser. Das kann man leider nicht durchklicken. Das ist ein bisschen schade. Da sieht man jetzt das hier. Ja. Müsste ich wahrscheinlich so lange abreißen, bis das Richtige da steht, wenn ich denn morgen wäre. Aber jetzt lassen wir das so. So ein bisschen Vielfalt kann ja ruhig noch sein. So, und dann gucken wir noch mal ganz kurz. Nee, daran kann es nicht liegen. Wollte gerade noch mal schauen, wegen der Geschichte, dass nicht 100% gebildet sind von unseren lieben kleinen Siedlern. Aber die Schulen hier haben alle noch Platz. Komischerweise. Naja, gut. So, du kriegst jetzt auch erstmal schön Bienenwachs. Und dafür möchte ich Mehl haben? Tja, was brauchen wir? Brot? Ich glaube, ich kaufe Brot. Brot ist immer gut. Hier, kaufen wir ruhig mal 1000 Brot. Und dafür kriegst du 7000 Bienenwachs. Zack. Und warum sterben die jetzt alle gerade hier? Ach, die sind erfroren. Nein. Wart ihr das hier? Ja, ne? Ja, wahrscheinlich sind das die hier jetzt, die ich hier eingesperrt habe. Scheiße. Ups. Boah, wir haben echt wenig Brennstoff, sehe ich gerade. Ach was, guckt an. Oha. Ich sehe echt gerade, dass wir eindeutig mehr Sägemühlen brauchen. Oha. Das ist ja...
Vielleicht waren das nicht die Leute da unten. Mensch, da achte ich so selten drauf, hier auf diese Ecke. Eigentlich müsste ich dann hier hinten vielleicht auch nochmal einen hinbauen. Obwohl das eigentlich... Also ich mache das lieber so ein bisschen realitätsneu, weil so eine Segelmühlen stehen halt, wenn an einem Fluss, der sich bewegt, nicht an einem See, was natürlich logisch sein sollte. Wo sind denn sonst unsere Förster? Der eine ist hier. Der... Achso, das war der, glaube ich, der hier irgendwo vorher war, ne? Haben wir jetzt... Wie viele Förster haben wir denn jetzt hier? Wie viele arbeiten denn hier? 4 Leute. Also müssten wir 8 haben insgesamt. Hätte ich doch noch gucken können. Warte mal, wir sehen das doch auch hier, wenn ich hier klicke. Wir haben 20. Okay. Dann müssten wir 5 haben. 5 Förster. Hier hinten ist der neue. Tja, und dann... Ach, hier ist der andere, stimmt. Dann werden wir hier, glaube ich, einen hersetzen. Obwohl das ein bisschen ab vom Schlag ist. Wir werden den hier so hersetzen. Ich mache mal auf Pause. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir jetzt ein bisschen hochkommen an den Sägemühlen hier, an dem Brennstoff. Gucken wir mal, dass wir das hier irgendwo hinsetzen können. Leider ein bisschen schräg hier, der Fluss. Wir werden den jetzt einfach hier hersetzen. Na? Nicht? Ja, es ist leider so abseits der Hauptsiedlung hier. Naja, gut, egal. Das so oder so. Gucke ich mal, dass wir hier so ungefähr rüberkommen gerade. Nee, da passt da gar nicht hin. Nee, wir machen den jetzt hierher. Gut ist, nicht lange schnacken. Wenn ich einen hinkriege hier. Hier auf die Ecke kommt da. So, da kommt die Sägemühle hin und wir bauen direkt eine zweite noch. Zwischen diesen beiden. Gucken, ob wir hier noch eine herkriegen. Auf die Seite hier vielleicht noch. Ja, genau, wir bauen sie einfach gegenüber, ne? Ist da eine Lücke? Nein. Eine gefährliche Brücke hier. So. Da bauen wir die beiden hin. Da ist genug Holz. Und falls das nicht reicht mit dem Holz, dann werden wir hier hinten noch einen Förster bauen. Vielleicht reißen wir diesen einen Förster, den wir jetzt hier oben in der Ecke haben, weg. Den hier oben. Weil wir eigentlich da keinen brauchen. Wir brauchen eh nur Brennholz. Aber wir können... Nee, warte mal. Genau. Was wir machen können ist... Ja, wir bauen hier nochmal einen ganz normalen Holzhacker her. Da kann der wenigstens ein bisschen was mit dem Holz anfangen. Das ist ein guter Plan. Hier. Direkt gegenüber. Geht nicht gegenüber. Schade. Dann bauen wir dich hier her. So, da kommt der Holzhacker her. Und dann kriegst du auch noch einen Lagerplatz für Brennholz. Das ist der. Den haben wir hier wie groß gemacht? 6x6. Da kommt hier eine Sorte, so ein kleinerer her. 4x6 Brennstofflager, das dürfte reichen. Dann wird mit dem Holz wenigstens noch was gemacht hier. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier für diesen kleinen hier, den wir jetzt da gebaut haben. Oh, ein Gebäude ist in Brand geraten. Oha, das brennt aber richtig. Guckt euch das an. Hat eine Rauchentwicklung. Wie sie alle rennen hier, guckt euch das mal an. Das sind alles hier die Leute, die jetzt Wasser vom See holen, hier unten da. Das dürfte auch nicht schnell, was brennt denn da gerade? Nur ein Stadthaus, oh, das dürfte wohl gehen. Oh, zwei Häuser brennen hier sogar schon. Oh, das oh, die brennen. Oh, die brennen echt ab. Ausbessern, direkt. Zack. Nicht lang fackeln hier. Das haben wir aber echt selten, ehrlich gesagt, oder? Ich meine, so viele schlimme Sachen passieren hier noch nicht bei uns. Es gibt ja zum Beispiel auch Tornados, also so ist ja nicht, dass das hier echt gefährlich sein könnte. Obwohl ich mir nicht mehr sicher bin, da das Let's Play schon so lange läuft, ob wir überhaupt Katastrophen angestellt haben, ehrlich gesagt. So, jetzt schauen wir doch erst nochmal hier unten,
was die Sägemühle hier macht. Die ist auch noch nicht fertig. Achso, ich sollte mir vielleicht die Pause da draußen oder schneller stellen. Ich wollte gucken, wie viele Leute da arbeiten. 3. Ha. Kann ich das nicht noch höher stellen? Nee. Da muss ich ja jetzt 2 Häuser hinstellen. 4, 5, 6. Das passt. Naja, gut, dann stellen wir da halt 2 Häuser hin. Da stellen wir auch die hübschen Blockhaushütten hin hier. Wenn ich sie finde. Da. Direkt gegenüber. Da, und dann machen wir das andere. Hier an die Häuserkreuzung. Und dann machen wir hier vorne so einen kleinen Lagerplatz noch her. Fürs Brennholz. Schauen wir mal, wo ist die Straße da? Ah, ist ein bisschen übertrieben. Dann hau ich einen frei dazwischen. 6x6. Von mir aus 6x5. Ist ja egal. So. So, das dürft ihr da machen. Und dann, ja, die anderen beiden Sachen sind noch nicht fertig. Lagerplatz, Quatsch, Lagerplatz. Lumina, Schmuggler. Ja, von dir brauche ich aber eigentlich nichts. Na gut. Dann haben wir in dieser Episode schon erfolgreich ein bisschen Ordnung in unsere Lagergeschichten gebracht. Es ist nämlich wieder Ende der Episode. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns in der nächsten wieder.